zeitweiligen Ausschusses nach der Sommerpause. Wir sind heute in einem etwas kleineren Rahmen. Das hat aber wahrscheinlich auch damit zu tun, dass in den letzten Wochen und Monaten zu lesen, zu hören und zu vernehmen war, wie die Dinge auf den Weg gebracht wurden und dass Beschlüsse gefasst worden sind, die schon deutlich machen, wohin die Reise gehen wird. Wir werden dazu ja nachher noch etwas sagen. Ich begrüße natürlich auch das Büro für Landschaftskommunikation, den VfBQ mit den Repräsentanten von Dr. Roth, Mario Mehr, den Fiedler, den Altranfter Traditionsverein und den Förderverein Freilichtmuseum Altranf. Presse. Und Herr Nickel, in welcher Funktion? ATV. Entschuldigung, den Bürgermeister natürlich. Mensch, Herr Leben. Herzlich willkommen allen zu unserer heutigen Sitzung. Kommen wir zur Tagesordnung, zum öffentlichen Teil, zur Begrüßung und Eröffnung. Das ist in der Tat geschehen. Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Lage unter Punkt 1.2. Ich gehe davon aus, dass allen auf geeignetem Wege sowohl die Einladung als auch, ich hätte beinahe gesagt, die Vorlagen, das ist ja nicht der Fall, also die Einladung zugegangen ist. Insofern kann ich aus der Anwesenheit entnehmen, dass offensichtlich das bei allen pünktlich eingeladen ist. Sollte das bei jemandem nicht der Fall gewesen sein, dann würde das jetzt sagen. Kommen wir zu den Entscheidungen über Einwendungen gegen die Niederschrift der öffentlichen Nutzung. Vom 2.6. gibt es da Einwendungen von jemandem? Kann ich nicht sehen, dann ist das so bestätigt. Ich habe vergessen, Herrn Seifert zu begrüßen. Und ich habe ja. Dass ich hier mit großer Freude erhalten. Kommen wir zur Tagesordnung. Gibt es Bemerkungen, Hinweise zur Tagesordnung, Ergänzungen, Zusätze gewünscht? Wenn das nicht der Fall ist, dann lassen Sie uns bitte die Tagesordnung kurz durch Bestätigung mit Handzeichen abstimmen. Wer dem so zustimmt, danke, das kann dann so sein. Kommen wir zur Feststellung von Ausschließungsgründen gemäß § 22 Brandenburgische Kommunalverfassung. Sollte sich jemand von den Abgeordneten befangen fühlen bei einem Beschluss, den haben wir heute aber nicht drauf, deswegen muss ich trotzdem der Geschäftsordnung halber diese Frage so ansprechen, dann möge er das bitte bei dem entsprechenden Tagesordnungspunkt anzeigen. Ja, wir sind beschlussfähig, bis auf Karin Klinger, die sich für heute entschuldigt hat. Sind wir komplett. Insofern steht der ordnungsgemäßen Durchführung unserer Ausschusssitzung nichts entgegen. Wir kommen damit zum Tagesordnungspunkt 2, Auswertung der parlamentarischen Prozesse zum Freilichtmuseum Altranf. Ich möchte vorab vielleicht eine kleine Vorbemerkung für den heutigen Verlauf der Sitzung machen. Aus der Tagesordnung konnten Sie wahrscheinlich entnehmen, dass unsere heutige Sitzung in erster Linie informatorischen Charakter tragen wird, sodass wir heute also zum einen für die Gäste unter uns aus den verschiedensten Vereinen nochmal rekapitulieren wollen, wie die parlamentarischen Prozesse, vor allem mit welchen Ergebnissen, verlaufen sind. Und dann in der Folge die nachfolgenden Tagesordnungspunkte enthalten, also die Informationen zu den einzelnen Sachständen, was die Gründung des Museumsvereins betrifft und in der Folge sowie aus der Tagesordnung entnehmbar. Also in erster Linie informatorisch. Die inhaltlichen Dinge haben wir in den letzten Wochen und Monaten, glaube ich, intensiv besprochen. Das soll damit nicht heißen, dass der Prozess beendet ist, aber wir waren jetzt der Auffassung, das könnte heute so sein. Wenn heute natürlich der Bedarf und Wunsch besteht,
sich zu inhaltlichen Dingen austauschen zu wollen, zu und zu müssen, dann soll dem überhaupt kein Einhalt geboten sein und wir werden das natürlich auch ohne Frage tun. Ich würde ganz zum Schluss uns da, unter Sonstiges sowohl die Abgeordneten als auch die anwesenden Gäste davon in Kenntnis setzen, wie sich der zeitweilige Ausschuss zur Konzeption des Fördervereins Freilichtmuseum Altranft positioniert hat. Vielleicht noch mal kurz aufzeigen, wie der Prozess stattgefunden hat und nicht zu inhaltlichen Dingen, sondern zu grundsätzlichen politischen Fragen mich äußern namens des gesamten Ausschusses. Ja, das wäre so der Ablauf, wie er heute sein könnte. Wenn ich jetzt keine grundsätzlichen, widersprüchlichen Meinungen zum Ablauf sehe, dann bitte ich einfach darum, dass wir dann auch so machen. Tagesordnungspunkt 2, Auswertung der parlamentarischen Prozesse zum Freilichtmuseum Altranft. Meine Damen und Herren, Sie wissen alle, dass wir in den letzten Wochen und Monaten intensiv darum gerungen haben, insbesondere in den Monaten April, Mai, Juni, dass wir als Ausschuss, als zeitweiliger Ausschuss, den entsprechenden Gremien, dazu zähle ich nicht nur den Kreistag Märkisch-Oderland und die Stadtverordnetenversammlung von Bad Freienwalde, sondern auch die Kulturstiftung des Bundes und das Kultusministerium des Landes Brandenburg, aber auch den beteiligten Vereinen, in dem Falle dem HTV und dem VfBQ, eine Beschlusssituation vorschlagen wollen, mit dem erhofften Ergebnis, wie es dann ja auch eingetreten ist, das ist ja allgemein bekannt, wie die Reise in den nächsten 5 Jahren verlaufen könnte. Dieser Prozess war sehr intensiv, Sie konnten das alle hier im Ausschuss hautnah verfolgen und das Ergebnis ist aus meiner Sicht sehr befriedigend. Herr Schütze, Sie hatten mich aufgefordert, darauf sollte ein Sekt getrunken werden, das habe ich nicht vergessen und wenn wir noch Zeit und Muße haben zum Schluss, ich wollte es nicht eingangs machen, dann würde ich es gerne zum Schluss doch auch noch machen. Also ich habe das nicht vergessen, weil es ich finde es einfach auch in der Tat, man kann es wirklich machen. Ja? Ja? Und das, dazu sind Sie alle eingeladen. Wir haben den Fraktionen und den Ausschüssen als Ausschuss einen Beschlussvorschlag in enger Abstimmung mit der Kreisverwaltung und hier schaue ich insbesondere zu Herrn Seifert, aber auch, man muss sagen, auch zu Herrn Schinkel, eine Beschlussvorlage auf den Tisch legen können, die ganz offensichtlich auf sehr breite Zustimmung gestoßen ist. Ich weiß selber aus eigenen Diskussionen in unserer Fraktion, der Fraktion Die Linke, dass es kein Selbstläufer war. Und ich glaube auch aus der einen oder anderen Fraktion gehört zu haben, dass es auch dort kein Selbstläufer war. Dennoch hat schlussendlich die inhaltliche Neuausrichtung für den bevorstehenden möglichen 5-jährigen Transformationsprozess, so wie er vom Büro für Landschaftskommunikation uns hier mehrfach präsentiert worden ist, im Prozess der Entwicklung und des Entstehens überzeugt. Überzeugt so sehr, dass wir in der Sitzung des Kreistages am 15.07. eine Beschlussvorlage zur Abstimmung auf dem Tisch zu liegen hatten, die in der Abstimmung mit 0 dagegen und 0 Enthaltungen zur Abstimmung gebracht wurde. Allen Abgeordneten ist der Beschlusstext bekannt. Ich würde ihn aber gerne nochmal den heute hier anwesenden, nicht beim Kreistag dagewesenen Mitgliedern zur Kenntnis geben wollen. Der Beschluss lautet: Der Kreistag erklärt seine grundsätzliche Bereitschaft zur Mitgliedschaft in einem zu gründenden Museumsverein, der die Transformation des derzeitigen Freilichtmuseums Altranft zum Ziel hat. Der Verein begleitet für die nächsten 5 Jahre vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2020 die Neuausrichtung des bisherigen Freilichtmuseums Altranft.
Der Landrat wird beauftragt, die notwendige Satzung und den Vertrag zur Zuschussgewährung zu erarbeiten, sowie die notwendigen Beschlüsse zur Ausgliederung des Freilichtmuseums aus der bisherigen Struktur der Kultur GmbH dem Kreistag bis zum 30.11.2015 vorzulegen. Der maximale Zuschussbedarf darf 400.000 Euro jährlich nicht überschreiten. Die Arbeit des Vereins ist an diesem Zuschussbetrag auszurichten. Der kreisliche Zuschuss an die Kultur GmbH Basel 2015 ist um den Betrag zu reduzieren, den der Museumsverein erhält. Der Verein übernimmt alle mit der Bewirtschaftung des Museums in Zusammenhang stehenden Kosten. Die Gebäude und Grundstücke verbleiben im Eigentum des Landkreises. Für die kommenden 5 Jahre sind dafür im Kreishaushalt Mittel für die Gebäudesicherung in gleicher Größenordnung wie in den vergangenen Jahren vorzusehen. So der Beschlusstext. Und ja, ich sag mal, so für uns als Abgeordnete, so wie wir es uns eigentlich auch fast gewünscht haben. Ja, und hier ist allen Beteiligten ein großes Dankeschön zu sagen, zuvorderst Ihnen als Abgeordneten in Ihren Fraktionen, dass es gelungen ist, die Dinge, die doch vielleicht hier und da noch hinterfragt worden sind, dann so auch in Ihren Fraktionen zu klären und zu beantworten, sodass die Abstimmung zu diesem tollen Ergebnis gelangt ist. Dafür nochmal ein ganz großes Dankeschön auch an die Adresse der Verwaltung, der Kreisverwaltung. Ja, im Ergebnis dieser Beschlussfassung hatte sich dann die Stadtverordnetenversammlung von Bad Freienwalde in der Folge, nicht erst nach dieser Beschlussfassung, das war schon Thema in vorherigen Sitzungen, und die Stadt Bad Freienwalde hatte sich auch vorher schon grundsätzlich dazu bekannt, in diesem Transformationsprozess nicht nur schlechthin mit dabei zu sein, sondern als aktiver Gestalter und Mitwirker dabei zu sein. Und das nicht nur verbal, sondern auch materiell. Und entsprechend ist dazu auch ein Beschluss in der Stadtverordnetenversammlung am 23.07. diesen Jahres gefasst worden, mit dem Ergebnis, Herr Lehmann, 18 dafür, 0 dagegen, 3 Stimmen Enthaltung. Auch das, glaube ich jedenfalls sagen zu dürfen, ist ein sehr gutes Ergebnis. Auch hier ist im Vorfeld viel in den Ausschüssen darüber gesprochen, diskutiert und auch hinterfragt worden mit diesem Ergebnis, 18 dafür. Und ich glaube, auch das ist eine Entscheidung, die wir als Ausschuss nicht nur schlechthin begrüßen können, sondern darüber auch froh und stolz sein können, dass die Stadt Bad Freienwalde sich in dieser klaren Einmütigkeit doch für diese Mitwirkung entschieden hat. Wenn es Ihnen nicht zu viel wird, würde ich Ihnen gerne den Beschlusstext zur Kenntnis geben. Ja? Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Mitgliedschaft im noch zu gründenden Museumsverein als Gründungsmitglied. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt gemäß § 28 Absatz 2 Ziffer 14, sich am zukünftigen Betrieb und der inhaltlichen Weiterentwicklung der Einrichtung Freilichtmuseum Alt-Ranft in Weiterführung und Verstetigung der 2014 eingeleiteten Kulturentwicklung mit der Funktion als institutioneller Anker im Mittelbereich Bad Freienwalde innerhalb der dörflichen Vernetzung, einer vielfältigen museologischen Kooperation und der Bündelung von Entwicklungszielen der Bereiche Kultur, Tourismus und Zivilgesellschaft zu beteiligen. Zur Aufgabenumsetzung beschließt die Stadtverordnetenversammlung im Haushaltsplan 2016 und in den 4 Folgejahren im Produkt Heimatpflege maximal 100.000 Euro als Kofinanzierung zu den für diesen Transformationsprozess durch die Kulturstiftung des Bundes bereitgestellten Mitteln und für den laufenden Betrieb des Museums einzustellen. Als Vertreter der Stadt Bad Freienwalde-Oder im Museumsverein wird Herr Lehmann bestimmt. Das Beschlussergebnis oder die Beschlussfassung habe ich Ihnen zahlenmäßig benannt. Ja, auch hier
glaube ich, im Namen aller Ausschussmitglieder zu sprechen, also der Stadtforumversammlung von Bad Freienwalde, Respekt und Dank dafür auch gehört, dass sie diese Entscheidung so gefällt hat. Ich glaube, damit sind ganz wesentliche Ankerpunkte geschaffen worden, die diesen Prozess, den wir begonnen haben einzuleiten, auch in der richtigen Spur erfolgreich zu Ende führen zu können. Ob zu Ende, weiß ich nicht. Jedenfalls beginnen zu können und schauen, wie es weiter und zu Ende geht. Wie das Ende aussehen wird, das weiß heute niemand. Wir wissen, dass nach 3 Jahren die erste, ich sag mal, Kontrolle stattfinden sollte. Herr Fischer lacht, Kontrolle ist nicht das richtige Wort. Mal geschaut wird, was denn so veränderungsbedürftig ist und wie die Entwicklung sich vollzogen hat. Insofern ist es doch schon eine Überprüfung. Machen wir aus dem Wort Kontrolle Überprüfung, dann ist es vielleicht korrekter. Ja, das ist der Stand. Bitte. Keine Zusätze, nur eine Bitte, dass wir den Beschluss von der Stadt Bad Freienwalde gleich als Anlage zum Protokoll haben, weil den vom Kreistag, den haben wir ja, aber ich hätte den auch gerne von der Stadt als Kopie in der Unterlage. Das werde ich organisieren, selbstverständlich würde ich Frau Wade dann ein Protokoll ausdrucken, entsprechend zusagen. Das wird geschehen, selbstverständlich. Weitere Bemerkungen dazu, zu diesem parlamentarischen Prozedere, das die Stadt gefunden hat. Wenn das nicht der Fall ist, dann braucht er, Entschuldigung, bitte. Ja, eine kurze Bemerkung, du hattest es, glaube ich, auch schon in deiner Erläuterung oder Ausführung drin. Also ich glaube auch, dass man den Dank nochmal hier in den Ort Altrand oder an die Stadt Bad Freienwalde richten sollen, weil ohne ihre Mitwirkung und ohne ihre Glaubhaftmachung der Beteiligung am Transformationsprozess, sodass es auch hier tatsächlich im Ortsteil Altrand verankert ist und wir damit auch die gewisse Sicherheit hatten, diese Überzeugung mit in den Kreistag zu tragen, wäre, glaube ich, nicht möglich gewesen, tatsächlich diese Beschlusssituation hinzukriegen. Also recht herzlichen Dank allen, die hier vor Ort richtig geackert haben und sich mit eingebracht haben. Und jetzt sind die nächsten 5 Jahre aktiv tatsächlich auch zu nutzen, um es erfolgreich auf den neuen Weg zu bringen. Nicht weniger anstrengend als der zurückliegende Prozess. Danke, Jutta Lieske. Hallo Herr, bitte. Ganz kurz möchte ich auch noch sagen, wer den üblichen Ablauf von politischen und Verwaltungsprozessen kennt, der wird dem nur zustimmen können, dass das eigentlich für diese Verhältnisse sensationell schnell gegangen ist. Und ich glaube ja, da wollen wir dir auch ein Lob richtig dick mit eintragen. In der Position, in der du hier bist und auch in der Steuerungsgruppe, dass das so gut bis hierher geklappt hat. Ganz leicht muss ich nur sagen, die Stadt ist in diesem Moment sogar einen kleinen Schritt weiter als der Kreis, denn sie hat schon konkret benannt, wer im zukünftig zu gründenden Verein mitarbeiten soll. Mitarbeiten ist vielleicht nicht das richtige Wort, dabei sein. Als Vertreter der Stadt, denn das Mitarbeiten wird sicherlich dann anderen überlassen. So sieht es aus. Schon die Nein, das meine ich ganz ernst und habe das an vielen anderen Stellen erprobt, auch wenn zum Beispiel als Turnierverantwortlicher gesagt, wenn ich erst anfangen muss zu arbeiten, ist das Ding ja schon halb schief gegangen. Ich muss die Sache im Auge haben und so erwarte ich das natürlich auch vom Bürgermeister, dass er als Partner zur Verfügung steht. Und wenn ich auf die Arbeiter gucke, dann gucke ich in eine andere Richtung. Danke. Danke, hallo Herr. Weitere Bemerkungen? Kann ich nicht feststellen, dann beenden wir den Tagesordnungspunkt 2 und kommen zum Tagesordnungspunkt 3, der da lautet: Berichterstattung zum Stand der Gründung des Museumsvereins, Berichterstattung durch Herrn Dr. Kenneth Anders oder Herrn Lars Fischer oder beiden. Bitte. Ja, Herr Grundmann, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank auch erstmal noch von unserer Seite für diesen kulturpolitischen Prozess bisher, der auch für uns nicht nur angenehm und erfolgreich bisher verlaufen ist, sondern der sich jetzt auch spürbar macht.
quasi in den nächsten Schritten das einfach deutlich zu spüren ist, dass sie seinen Pfad aufnehmen, dass auch andere Akteure, die sich bisher abwartend verhalten haben, Vertrauen in diesen Prozess gewinnen und sehr viel verbindlicher agieren, als das noch vor den beiden Beschlüssen der Fall war. Das ist doch sehr, sehr deutlich zu spüren. Und noch eine Bemerkung zu diesem zeitweiligen Ausschuss. Denken Sie einfach mal darüber nach, aus meiner Sicht wäre es sinnvoll, dass sich der Ausschuss nicht erst oder überhaupt der Kreistag nicht erst in 3 Jahren wieder damit befasst, sondern es wäre eigentlich sinnvoll, wenn Sie wenigstens einmal im Jahr eine Art Anhörung oder etwas sozusagen organisieren würden, damit wir diesen kulturpolitischen Prozess und diesen Dialog einfach auch verstetigen können. Also das nur als Anregung an uns aus, das wäre mit den zukünftigen Mitarbeitern des Museums unseres Erachtens durchaus sinnvoll, sich diese Zeit zu nehmen, wenigstens einmal im Jahr zu sagen, wie ist der Sachstand und läuft das alles so, wie wir uns das vorgestellt haben. Zum Museumsverein nur ein paar kurze Angaben. Grundsätzlich ist es so, dass genau das, was der Landrat bei der entsprechenden Kreistagssitzung gefordert und angesagt hat, dass eigentlich im Kulturbereich eine viel stärkere Selbstverantwortung installiert werden muss, dass das sich hier eigentlich auch sichtbar macht. Durch diese Beschlüsse sind einfach jetzt quasi die zukünftigen Mitglieder in der Lage, selbst tätig zu werden. Das ist in den nächsten Wochen noch etwas kompliziert und das sei sozusagen eigentlich nur schon mal angedeutet. Wir haben einen Satzungsentwurf erarbeitet zusammen mit dem Anwaltsbüro Tröbel und den auf der Steuerungsgruppe vorgelegt und den zukünftigen natürlichen und juristischen Mitgliedern, die in Frage kommen, auch zur Disposition gestellt. Und darauf gibt es zum Teil schon auch ein Feedback, das nachher noch abgetragen werden muss, wo einfach Fragen geklärt werden müssen. Im Grundsatz ist es so, dass man so eine Satzung vor allen Dingen sicher einrichten sollte, damit man nachher wenig unangenehme Überraschungen erlebt. Auf der anderen Seite aber auch, das macht der Verein aus, flexibel genug halten sollte, damit sich so eine Einrichtung nachher auch weiterentwickeln kann. Wichtig ist noch, sind noch 2 Dinge. Das eine ist, dass die Mitgliedschaft des Kreises nochmal wahrscheinlich ein konkreter Beschlussvorgang ist. Also das ist zumindest im Moment noch im Gespräch. Das hat auch Einfluss quasi nachher auf das ganze Prozedere und dass wir parallel sehr intensiv arbeiten müssen an den ganzen Übergabemodalitäten zwischen diesem sich jetzt in Gründung befindenden Museumsverein, dem Trägerverein und der Kreisverwaltung bzw. auch der Kultur GmbH. Das sind quasi keine identischen Vertragspartner. Wir haben in der nächsten Woche auch ein Gespräch mit Herrn Seifert und Herrn Schinkel, um dort entsprechende Fragen auch zu erörtern, die wir auf jeden Fall jetzt, sagen wir mal, als Betreuungsbüro auch begleiten. Die können wir nicht alle alleine lösen und vor allen Dingen ist es sehr viel Arbeit für die Kreisverwaltung. Das ist Herrn Schinkel auch klar und Herrn Seifert. Aber da ist einfach über vieles noch zu sprechen. Insofern würde ich sagen, die Grundlagen sind alle gelegt und wir werden versuchen, das so schnell zu machen wie möglich, damit dieser neue Trägerverein dann eben auch zum 1.1. handlungsfähig ist. Und das wiederum ist auch sehr ehrgeizig, muss man wirklich sagen. Und es gibt vielleicht noch 2 Dinge, die dafür auch eine Rolle spielen. Das eine ist, dass wir ja schon zum Auftrag dieses Planungsprozesses vorgegeben hatten, dass wir einen Betriebsplan auch erstellen müssen. Und dafür liegt auch ein Entwurf vor, der aber eben am Ende von diesem Trägerverein eben auch bewertet und begutachtet werden muss, dahingehend, ob der Trägerverein nach diesen betriebsplanerischen Grundsätzen arbeiten will und diese entsprechenden Vorstellungen quasi nachher so übernommen werden können. Und das andere ist, potenziell, ohne dass es den Verein bereits auf juristischer Grundlage gibt, haben wir einen Antrag an das MBFK erarbeitet, der nochmal gezielt die Weiterführung und sozusagen die Zukunft der Sammlung des Museums betrifft. Hierzu sind wir auch ermuntert worden durch die Kulturstiftung des Bundes, doch ruhig quasi diesen Mut jetzt schon in den Ring zu werfen und damit nicht zu warten, weil es diese Prozesse eben auch so an sich haben, dass sie eigentlich keinen Aufschub dulden. Man muss diese Eisen schmieden, solange sie heiß sind. Und deswegen haben wir das auch getan. Aber quasi das bereits im Namen eines Trägervereins, der sich erst noch formieren muss. Und dasselbe betrifft übrigens auch
des Jahresthema Handwerk für das nächste Jahr, wo wir auch bei Kulturland Brandenburg einen Antrag gestellt haben, auch im Namen dieses zukünftigen Trägervereins. Also diese quasi Ungleichzeitigkeiten, die waren unvermeidlich, damit die Sachen in diesem Jahr mal vorwärts gehen. So viel dazu. Danke, Herrn Anders. Ja, meine Damen und Herren Abgeordneten, Fragen, Bemerkungen, Hinweise, Nachfragen. Nur die Bemerkung, ja. Da können wir jetzt auch schlecht mitwirken. Das muss jetzt die Administration lösen. Also insofern können wir da auch nicht beschleunigen, sondern es muss auch, glaube ich, gut handwerklich alles auf den Weg gebracht werden. Wir können nur motivieren und sagen. Wir können höchstens dann nochmal politisch begleiten, wenn wir den 1.1.2016 verfehlen sollten, dass wir dazu nochmal, wenn es erforderlich ist, einen Beschluss fassen, aber mehr oder weniger. Mehr können wir da nicht tun. Bitte, Herr Seifer. Ganz kurz aus Sicht der Verwaltung. Wir haben uns ja praktisch, sagen wir, Zeitplan erarbeitet, dass wir eben mit dem Zielkreistag, ich glaube, im Dezember, am 6. Dezember oder am 16., also mit dem Zielkreistag, die Beschlüsse, die er anders auch angesprochen hat, dann da umsetzen. Das ist ja sehr ehrgeizig. Bildungsausschuss und Beteiligung im Haushaltsfinanzausschuss und andere Ausschüsse muss ja dann vorgesehen werden, sodass wir spätestens Mitte Oktober dann auch die Vorlagen geben brauchen. Und was er anders angedeutet hat, ist ja so, also wir können ja erst Mitglied in den Verein werden, wenn die Kreistagsabgeordneten das beschlossen haben. Das geht ja nun mal nicht anders. Und wie gesagt, das ist ja das, was wir anders gesagt hat, das kollidiert so ein bisschen, aber ist nun mal nicht anders zu lösen. Das war uns ja von vornherein klar, dass wir sehr ambitioniert sind in unserer Zeitfrage. Also federführend liegt tatsächlich bei Fachbereich 1 der Schinkel und bei mir dann eben hier, weil Kultur und Herz mein Bereich gehört. Wie gesagt, und, mit der Beteiligung des einfach kulturieren werden und so weiter, werden wir das dann versuchen, auch weiter zu klären, vorzubereiten. Und da mit Herrn Anders und Herrn Fischer auch mal einfach zusammen. Danke, Herr Seifer. Ja, ich glaube am 6.10. ist die nächste Sitzung der Steuerungsgruppe. Ich gehe mal davon aus, dass in der Steuerungsgruppe dann doch auch schon weitere konkrete Dinge besprochen werden, auch hinsichtlich dieser noch notwendigen Beschlussfassung, wie wir da weiterverfahren. Und wir sollten in der Steuerungsgruppe dann noch den Hinweis von Hanno Hemm durchaus nochmal andiskutieren, dass die Mitwirkung im Museumsverein des Landkreises vielleicht dann auch personell untersetzt werden sollte. Ja, prinzipiell ist ja die Außenvertretung immer der Landtag, also der, ja. Wen wir dann bestimmen quasi als Mitarbeiter oder als Abgesandten im Kreis, das muss man dann auch entscheiden. Also wie gesagt, wir sind ja vielen Vereinen Mitglied und dann wird zum ständigen Vertreter gehen und wer das ist, muss man dann zu überlegen. Ja, na dann, Lust. Die Bitte an die Administration und ans Büro, zügig dran zu arbeiten, damit die Dinge demnächst dann noch erneut im Gremium zur Beschlussfassung vorgelegt werden können. Das ist ja dringend notwendig. Mit diesen Satzungen und allem, was dazu gehört, sage ich mal, erfolge ich dann wirklich so erst der arbeitspraktische Einstieg in das tatsächliche, was stattfinden muss. Wenn es keine weiteren Bemerkungen gibt, bitte. Für die Mitglieder einer Steuerungsgruppe vielleicht mal zu überlegen, ob es so etwas wie einen grundsätzlichen Ermächtigungsbeschluss für den Landrat und für die Verwaltung gibt, all die Dinge, die jetzt erforderlich sind, vorzubereiten. Dass wir als Kreistag nicht jede einzelne Sache jetzt erstmal beschließen, sondern dass man so einen grundsätzlichen Ermächtigungsbeschluss für das alles formuliert. Vielleicht geht sowas, wo man das im Einzelnen zwar benennt, aber wo man sagt, das ist jetzt, um den Verein tatsächlich aus der Taufe zu heben und der Landrat ermächtigt, all die Entscheidungen abzustimmen. Vielleicht auch wieder Kreistagsvorsitzende, wie auch immer. Ja, ich habe einen guten Gedanke. Sie nehmen den vielleicht mit, Herr Seifer. Okay, prima. Muss man ja, gibt es da schon genauere Vorstellungen für den Zeit- und Maßnahmenplan zur Gründung? Also ein bisschen nur Haartermin, die Gründungsvertreter der Gründungsmitglieder, wann die erste Mitgliederversammlung, da sind ja auch wieder Fristen gebunden, Einladungsfristen. Sie haben davon gesprochen, ob da anders der Betriebsplan sollte von der Mitgliederversammlung denn erörtert und beschlossen werden, damit ab 1.1.2016 der Betrieb weitergeführt werden kann. Ja, wir spätestens in der nächsten Woche mit allen abstimmen. Ja. Also gibt es schon Überlegungen, aber sozusagen, wir können schlecht einfach zum Beispiel bei den potenziellen Mitgliedern schlecht einfach einen Termin festlegen,
wenn die Gründungsversammlung ist, wenn wir nicht wissen, dass sie auch alle können. Ja. Ich glaube, Herr Lehmann, in der nächsten Ausschusssitzung im Oktober, nach der Störungsgruppe, können wir da wahrscheinlich doch schon konkrete Aussagen treffen. Ja? Okay, wenn denn keine weiteren Bemerkungen zum Tagesordnungspunkt 3, dann schließen wir diesen ab und kommen zum Tagesordnungspunkt 4. Ausblick auf die Ausstellung an heute erinnern, am 25. September diesen Jahres hier in diesem Freilichtmuseum Heidmann. Herr Anders oder Herr Fischer, bitte, Sie haben das Wort. Ja, zu den durchaus ehrgeizigen Aspekten dieses Planungsprozesses gehörte eben auch zu versuchen, selber in Form einer Ausstellung Dinge greifbar zu machen, die ansonsten vielleicht häufig abstrakt daherkommen. Wenn man sagt, man will davon sprechen, über die Regionalisierung des Museums sehr stark auf Fragen der regionalen Entwicklung zu beziehen, zum Beispiel, wie kann man sich das vorstellen? Vor dem Hintergrund ist eine Ausstellung in Arbeit, die von der Kulturstiftung des Bundes am Ende finanziert wird und in der am 25. September exemplarisch bestimmte Aspekte dieser Arbeitsweise vorgestellt werden sollen. Man muss dazu sagen, das deckt nicht alles ab, was die Praxis dieses Museums jetzt ausmacht und übrigens auch in Zukunft ausmachen wird. Es wird bei dieser Ausstellung nicht um Aktionstage gehen, zum Beispiel wie Ostern oder Pfingsten, Handwerkertag oder solche Dinge, sondern es geht eher um die Schnittstelle zwischen der Zivilgesellschaft des Oderbruchs, dem museologischen Arbeitsprogramm in Altranft und quasi künstlerischen Arbeiten, die dabei eine Rolle spielen sollen. Das Thema ist ländliche Kultur im Oderbruch, beziehungsweise überhaupt quasi hier in den östlichen Regionen des Landkreises Märkisch-Oderland unter dem Gesichtspunkt der Sesshaftigkeit. Eigentlich das zentrale Thema in der Demografie-Debatte quasi, wie kann man Menschen dazu motivieren, sich in diesen Raum wieder hineinzubegeben oder auf ihn weiterhin einzulassen. Und ganz exemplarisch wichtig für diese Ausstellung sind die Arbeitsweisen, die wir dafür nutzen wollen oder vorschlagen wollen. Mit den Partnern in der Region, die Aspekte der Bildung, die eine ganz große Rolle spielen in dieser Ausstellung, sowie der Diskurs über regionale Entwicklung. Die Ausstellung hat verschiedene Bausteine, von denen wir hoffen, dass Sie sie sich alle nachher ansehen. Die Eröffnung ist also am 25. September. Zum einen gibt es einen Baustein, der heißt Klasse Museum. Das ist quasi ein Produkt der Kooperation mit dem Bertolt-Brecht-Gymnasium der Klasse 8.1. Gemeinsam haben wir uns im letzten Jahr beschäftigt mit Fragen des Freilichtmuseums und kultureller Identität. Zweiter Baustein Heimatarbeit. Das ist dieses Projekt, das sich mit Leben und Wirtschaften im Oderbruch insbesondere befasst, mit zwei Pilsener Schulen, der Salvador Allende-Oberschule und dem Evangelischen Johanniter-Gymnasium. Dann gibt es einen Baustein, der die Landwirtschaft in dieser Region thematisiert und die Erfahrungen und die Auseinandersetzungen von heute hier in der Region tätigen Landwirten thematisiert und einen Baustein, der das Kulturerbe Oderbruch mal exemplarisch vorstellt. Wie könnte man es entwickeln, in Wertsätzen präsentieren? Und noch ein fünfter Baustein, der die Rolle thematisieren soll, die Altranft-Perspektive spielen kann in der Betreuung und Begleitung von Heimatstuben in dem ganzen Raum. Also das hatten wir ja von Anfang an gesagt, dass wir das vorschlagen, dass Altranft selber Partner wird für die ganzen kleinen Akteure im ganzen Oderbruch, die selber sich bemühen, darum Heimatbezug, Erinnerungskultur und so weiter zu erhalten und aufzubauen. Und wie das gelingen könnte, wollen wir in der Ausstellung versuchen zu zeigen. Das Team ist relativ groß, Sie müssen eigentlich alle den Flyer, den Einladungsflyer schon bekommen Stimmt. haben oder ihn bekommen. Da können Sie sehen, wer alles mitgewirkt hat. Und wichtig ist uns eben der Laborcharakter der Ausstellung. Mit einer Ausstellung kann man sozusagen, das ist uns vollkommen bewusst, kann man keine sozusagen Dynamik erzeugen wie bei einem großen Volksfest. Aber die Idee, die Handschrift, die Fragestellungen, die sollten doch kenntlich werden und nachher auch Auswirkungen haben auf andere Dinge, die in dem Prozess hier ermöglicht werden sollen. Und wichtig ist vielleicht noch ja, zwei Dinge. Das eine ist, in der Woche davor arbeiten wir intensiv mit Studenten der Hochschule für nachhaltige Entwicklung aus Eberswalde und der Humboldt-Universität Berlin an der Frage, was kann ein Museum zur Regionalentwicklung beitragen? Also wir werden im ganzen Raum und natürlich auch wieder in der Rand Menschen dazu befragen und die Ergebnisse möchten wir auch zu diesem Termin vorstellen. Das haben wir also zusammengelegt. Die Präsentation dieser Sommerschule wird um 17 Uhr drüben in der Kirche sein und dann um 18 Uhr wird hier die Ausstellung eröffnet mit Grußworten von
Gerhard Schmidt als Landrat und Hortensia Völkers als künstlerische Direktorin der Kulturstiftung des Bundes. Die, bei uns ist sozusagen, läuft alles im Moment sehr heiß, weil diese Ausstellung eine Menge sozusagen, also intensiver Gruppenarbeit eben vorher erfordert, aber wir denken, dass wir denken und hoffen, dass Sie damit was anfangen können, was wir Ihnen dort vorlegen. An dem 25. um 18 Uhr haben Sie gesagt. Zu 17 Uhr in der Kirche und dann 18 Uhr. Danke, Herr Anders, für welche spannende Themen. Schauen wir mal. Und hoffentlich, insbesondere von unseren Ausschussmitgliedern, dass vielleicht viele schauen, so jeder kann zeitlich an diesem Termin. Ja, Bemerkungen, Hinweise, Fragen zu dieser Veranstaltung. Gut, dann vielen Dank für die Information und für den Hinweis auch nochmal zu den inhaltlichen Bausteinen und wie es dort gehen wird. Dann wünschen wir Ihnen dafür Erfolg und eine tolle Resonanz, sowohl rein zahlenmäßig, aber natürlich auch qualitativ im Nachhinein. Das wäre, glaube ich, für den jetzigen Prozess schon ziemlich wichtig. Vielleicht eine Sache, die ich noch sagen darf, das hatte ich vergessen. Wir freuen uns sehr, dass zumindest für einen Baustein es auch zu einer inhaltlichen Zusammenarbeit jetzt kommen konnte mit Frau Griebelnow vom Team des Freilichtmuseums, also dass da sie ihre Sammlungsbestände daraufhin durchsehen konnte, inwiefern sie Objekte hat, die zu diesen Fragestellungen, die wir dort vorstellen, was beitragen können. Das ist zugegebenermaßen nur eine kleine Schnittmenge, die hat was einfach mit den Arbeitsprozessen zu tun, die bei uns im Moment sehr, sehr eng getaktet sind, aber wir freuen uns, dass sie trotzdem das macht und quasi an dieser Stelle auch sichtbar macht, dass man mit historischen Dingen auch Gegenwartsbezug herstellen kann, aktiv. Und das also freut uns, dass es an der Stelle zur Zusammenarbeit mit dem Team und Frau Wiener gekommen ist. Danke für diesen wichtigen Nachsatz. Gut, dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 5. Stand der Antragstellung bei der Kulturstiftung des Bundes für das Transformationsprojekt, ebenso Büro für Landschaftskommunikation, Dr. Kenneth Anders, Lars Fischer. Ja, die Bitte übernehme ich mal, meine Damen und Herren. Der Antrag ist nach Unterschrift durch den Landrat schriftgemäß eingegangen und fristgemäß eingegangen. Wir haben auch mittlerweile eine Rücklaufnummer, das ist die 0001. Das ist quasi der erste Antrag, der bei der Kulturstiftung des Bundes zu diesem Transformationsprojekt eingegangen ist. Die Zahl der Nullen zeigt ja, wie viele Anträge noch erwartet sind. Also viele sind es nicht. Die Regionen sind ja bei diesem Thema überschaubar, dass man teilnehmen. Und es ist auch mir nicht bekannt, ob alle in der Tat am Ende auch einen Antrag abgegeben haben. Den Überblick haben wir nicht. Die Entscheidung über den Antrag wird allerdings noch eine Weile auf sich warten lassen. Voraussichtlich wird die im November, Dezember fallen, je nachdem, wie schnell sozusagen der Stiftungsrat der Bundeskulturstiftung sich dazu positionieren kann. Wir erwarten in den nächsten Tagen und Wochen den Rücklauf der Prüfung dieses Antrages. Das wird dann quasi mit der Kreisverwaltung, also im Hause von Herrn Seifert, abzustimmen sein, weil die Kreisverwaltung als Träger fungiert und in dem Falle sozusagen alle Ansprechpartner für die Kulturstiftung des Bundes jetzt ein bisschen gewechselt haben. Das heißt, es ist der formelle Ansprechpartner für die Abwicklung des Projektes der Kreisverwaltung. Und wir werden in der engeren Zusammenarbeit quasi auch die Dinge noch bearbeiten, die zur Prüfung anstehen. Wir wissen derzeit noch nicht, ob es Nachfragen der Bundeskulturstiftung gibt. Es ist noch keine Reaktion. Zum Inhaltlichen des Antrages ein paar kurze Punkte. Auf der einen Seite war das ein zweiteiliger Antrag. Es sollte ein Kostenfinanzierungsplan vorgelegt werden, der in diesem Fall bei uns die Besonderheit hat, dass wir nachrichtlich quasi auch einen ersten Entwurf haben gegeben über die Struktur der Finanzierung des Museums in Altrand für die nächsten 5 Jahre, wo die Kreistags- und der Stadtverordnetenbeschluss eine wesentliche Rolle spielen, um die Sicherheit der seitens der Kulturstiftung zu garantieren, dass aus der Region quasi diese Leistung erbracht wird. Auf dieser Grundlage haben wir ein Finanzvolumen aufgebaut, eine Förderung, das knapp 2 Millionen
Euro beinhaltet für die nächsten 5 Jahre. Das sind unterschiedliche Zeitschienen und die Gelder werden ausgegeben in dem Zusammenhang eigentlich für einen kontinuierlichen Arbeitsprozess, der sich aus 2 Säulen ergibt, sowohl durch die Förderung der Bundeskulturstiftung als auch durch die Förderung vom Kreis und von der Stadt Freienwalde. Da ergibt sich ein inhaltliches Gesamtpaket, was wir quasi zum Kostenfinanzierungsplan vorgelegt haben. Das ist ein ambitionierter inhaltlicher Prozess. Das sieht auch die Bundeskulturstiftung so, weil in diesem Fall quasi 2 wirkliche Transformationsaufgaben bewältigt werden müssen. Sowohl eine Transformationsaufgabe, die sich quasi Kreisverwaltung und Stadtverwaltung gestellt haben, als auch eine weiterführende kulturpolitische Transformation im Selbstverständnis der Region. Und die Bausteine, die wir hier sozusagen in Anschlag gebracht haben, sind auf der ersten Position natürlich mit einer Position über die Bundeskulturstiftung, das ist der Baustein, ein Netzwerk Kulturerbe aufzubauen, das über die Region hinaus wirkt und auch eine touristische Wertsetzung ermöglichen soll. Und das werden Sie in der Ausstellung, wenn Sie sie besuchen, sozusagen auch noch aufgerissen sehen. Ein Netzwerk von regionalen Partnern und Institutionen aufgebaut, das es ermöglicht, den gesamten Landschaftszusammenhang in seiner Genese und seiner Perspektive zu erzählen. Dann gibt es einen zweiten wichtigen Baustein, der inhaltlich übersetzt ist mit einem eigenen Konzept, und das ist die Museumspädagogik bzw. das Netzwerk Landschaftliche Bildung. Das sind 2 Bausteine, die sich ergänzen, sowohl was die Museumsarbeit anbelangt, als auch das Netzwerk Landschaftliche Bildung, wo Arbeiten fortgeführt werden, wie das vorhin schon angesprochene Projekt Heimatarbeit, aber auch andere Schulprojekte. Und dort ist ein Netzwerk gegründet worden aus 10 Schulen in der gesamten Region, die dieses sozusagen aktiv begleiten und sich im Vorfeld schon gefunden haben, um diese inhaltliche Arbeit zuvor zu strukturieren, die dort in den nächsten 5 Jahren durch die Bundeskulturstiftung finanziert und durch die Museumspädagogik hier im Hause finanziert wird. Dann sind eine Reihe von Mitteln dafür vorgesehen, sozusagen sukzessive den museologischen Grundcharakter quasi des Museums zu hinterfragen und neu auszurichten. Das bezieht sich auf die Dauerausstellung, auf die Ausstellung im Allgemeinen. Dort sozusagen wollen wir versuchen, mit verschiedensten auch künstlerischen Interventionen sozusagen den Erzählhorizont und die Breite sozusagen der hier museologisch in den Sammlungen angelegten Fragestellungen sozusagen einzutragen, in die Region hinauszutragen. Und ergänzt wird dieses Modul zu dem Umbau der Dauerausstellung durch ein Projekt, was einen starken lokalen Bezug hat, also das so aufgebaut ist, dass es wiederum auch das Verhältnis, was ja schon vielfach beschrieben worden ist, zwischen Dorf und Museum, Museum und Dorf, versucht wird, dauerhaft auf ein neues Niveau zu heben. Und dafür haben wir Mittel explizit nur für diesen Arbeitszusammenhang vorgesehen, damit auch dieses Gefüge und dieses Beziehungsverhältnis so aufgebaut werden kann, dass es eben zukünftig tragfähig strukturiert werden kann in einer gemeinsamen Kooperation zwischen Museum und dem Dorf als Hanft. Hinzu kommen Arbeiten, die sich letztendlich schon daraus ergeben aus der Kulturentwicklungsplanung, die im Mittelbereich Freienwalde angestoßen worden ist, die ja mit Auftrag der Stadtverordnetenversammlung ein Stück weit nach Waldranft herangeholt wird. Und diese Kulturentwicklungsplanung wird nicht nur dieses Jahr fortgeführt, sondern wird in den nächsten Jahren sozusagen vor allen Dingen auch mit Unterstützung der Mittel der Stadt Freienwalde sozusagen von Waldranft aus als einem Stadtteil der Stadt nicht nur ins Stadtgebiet ausstrahlen sollen, sondern in den gesamten Mittelbereich, sodass es dort auf dieser Ebene eine kulturpolitische Auseinandersetzung und eine inhaltliche Arbeit geben. Ja, soweit zu der Struktur dieses Antrages. Wir warten jetzt letztendlich die Entscheidung der Kulturschule des Bundes zum Jahresende ab. Und wir haben die Anforderungen, die vorgebracht werden, zusammen mit der Kreisverwaltung in den Anschluss erarbeitet. Danke, Herrn Fischer, für die Information zum aktuellen Stand der Antragstellung der Kulturschule des Bundes. Fragen? Bitte. Bitte. Die Hauptschwerpunkte, die Sie jetzt umrissen haben, ich weiß nicht, ob Herr Seifert die jetzt im Protokoll nennt, dann brauchen wir das nicht nochmal, aber sonst vielleicht so als Anlage zum Protokoll, nur dass wir die Hauptkampfbereiche sagen. Ja, es gibt eine extra. Das hört jetzt nicht so gut an, aber Sie haben das ja gut strukturiert und auch schon gut zusammengefasst. Ja. Also es gibt eine PDF, die quasi den inhaltlichen Part konzipiert und strukturiert. Ich glaube, den
Können wir unproblematisch das Protokoll machen? Ja, wenn er dann einfach nur, dass man, also muss auch keine finanzielle Untersetzung dabei sein, sondern einfach nur die Aufgabenfelder beschreiben. Ja, dabei. Okay. Ja, dann organisiert das, beziehungsweise die Verwaltung. Weitere Bemerkungen, Hinweise, Fragen? Kann ich nicht feststellen. Dann lassen Sie uns bitte zum Tagesordnungspunkt 6 kommen. Darstellung des Vereins zur Förderung von Beschäftigung und Qualifizierung zu Ihrer Mitwirkung im zu gründenden Museumsverein. Dazu hatte ich ja schon begrüßt die Vereinsvorsitzende, Frau Marion Mehr, und die Geschäftsführerin, Frau Dr. Irmgard Roth. Die eingangs von mir gemachten Bemerkungen an die beiden Damen, dass wir heute nur Informationen haben und uns nicht allzu viel mit inhaltlichen Dingen beschäftigen, betreffen konkret Ihren Tagesordnungspunkt natürlich nicht. Das will ich vielleicht sagen, nicht, dass Sie denken, Sie sollten hier nur informieren über irgendwelche organisatorischen Dinge und inhaltlich nicht. Das, Sie sind hier heute die Ausnahme in diesem Punkt. Ja, Sie haben das Wort, wie Sie sich jetzt Ihren Part eingeteilt haben, das überlasse ich Ihnen. Sie teilen sich auf, bitte. Frau Mehr, Frau Dr. Roth. Ja, wir haben uns ja einig, weil ja Frau Mehr auch ziemlich neu als Vorstandsvorsitzende ist, war ja gerade am 24.06. nochmal die Endung bei uns. Und am 24.06. wurde auch beschlossen, dass wir Mitglied im Verein werden, und zwar, man kann fast sagen, mehrheitlich. Ne? 2 Stimmenthaltungen gab es, 19 waren anwesend, 17 haben also dafür gestimmt, dass der VfBQ Mitglied im zu gründenden Museumsverein wird. Eine Frage ist offen geblieben, aber ich denke mal, die können Sie uns heute auch nicht beantworten, nämlich über die Beitragshöhe. Da hat sich etwas, ist ja klar, so ein Verein. Wir haben denn das so abgesprochen und haben gesagt, das kann keine Größenordnung sein. So, und das liegt ja eigentlich, wird ja in der Gründungsversammlung, steht ja auch so in der Satzung drin, dass es also praktisch dann da festgelegt wird. Entweder in Beitragsordnung oder man schreibt gleich in die Satzung die Beitragshöhe rein. Ne? Also ist es da nicht gescheitert an dieser Frage. So, und unsere Mitwirkung, wie gesagt, ich würde es auch nicht so lang machen, ich bin auch mehr so ein Mensch, dass Sie uns Fragen stellen. Wir haben uns direkt als VfBQ mit Herrn Fischer, da waren wir im Anfangsgespräch, das war am Rande der CAP-Darstellung in Brietzen, da habe ich gesagt, vergesst den VfBQ nicht, wir sind 20 Jahre im Museum tätig und immer mit Engagement tätig gewesen und am Anfang mit ganz vielen Maßnahmen in circa bis zu 40 Projekten. Jetzt hat sich das reduziert auf eine überschaubare Größe, aber es sind immer so 3-4 Maßnahmen mit etwa 20 bis 30 Leuten, die wir zumeist über MAE, weil andere Förderinstrumente gibt es ja im Augenblick nicht mehr, hier durchführen. Und zwar vor allen Dingen im praktischen Bereich, weil die inhaltlichen Sachen, die wir zum Beispiel mit Frau Griebel nur jahrelang gemacht haben, oder auch die Besucherbetreuung, da gibt es einfach nicht mehr die Langzeitarbeitslosen, die diese Kriterien erfüllen. Aber praktische Leute gibt es eben genug. Und alle haben hier eine heimische Identität gefunden. Insofern ist uns auch ganz wichtig, das als unseren Aktionsplatz und als unsere Aufgabe für auch den sozialen Anspruch und für die Beschäftigung der Leute und für die Qualifizierung der Leute weiter zu behalten und uns da voll einzubringen. Und ich will bloß mal die Bandbreite, die jetzt zum Beispiel gerade im Gespräch sind, die auch VfDQ macht. Wir können also verschiedene Projektansätze oder Menschen, die handeln, einbringen. Und zwar zum einen die MAE, die gehen aber zurück. Also die Langzeitarbeitslosen an sich, aber die ganz schwierigen Langzeitarbeitslosen, für die eben nichts anderes geht. Wir können einbringen, da sind wir jetzt bei der Entwicklung. Es gibt noch ein Beschäftigungsverhältnis, was auch beitragspflichtig ist, das ist Förderung von Arbeitsverhältnissen. Da kann ich bis zu 75% in Förderung erhalten. Das ist aber eine ganz schwierige Geschichte, weil da brauche ich immer einen Eigenanteil. Ne? Das müsste man dann, aber das ist einfach die Zukunft. Die MAE ist es einfach nicht. Es müssen richtige Beschäftigungsverhältnisse sein und da wäre eben hier auch in Altrampf der richtige Platz, um bestimmte Dinge anzustiegen und zu ermöglichen. Das dritte ist, was wir auch
wo jetzt die Woche gerade wieder halt die Tage der offenen Tür sind. Also wir müssen aufpassen, dass wir uns da wieder platzieren. Also der Bundesfreiwilligendienst. Der ist diesmal, die Plattform ist diesmal 3 Tage geöffnet, vom 10.9. und dann eben praktisch den Freitag noch und ich glaube den Montag noch. Ne? Und man muss dann den ran, Oktober, November, die Plätze werden zurzeit vergeben. Also Bundesfreiwilligendienst ist auch unseres, was wir unheimlich von 2 Plätzen jetzt auch mittlerweile 15 Plätze und wir sind beim Ausbau erweitert haben. Und sehr spezifisch für alle Felder, wo es eben gerade im kulturellen Bereich, wo es eben auch gebraucht wird. Was wir jetzt, wo wir gerade, wo der Landkreis den Zuschlag bekommen hat und wo wir uns auch beteiligen, ist die soziale Teilhabe. Das Programm, was jetzt aufgelegt wurde, da hat unser Landkreis immerhin 190 Plätze, also sehr mutig. Davon hat VfB 25 Plätze, die wir untersetzen. Die haben wir natürlich jetzt noch nicht hier, weil den Förderverein gibt es ja noch nicht. Aber und für Altrampf haben wir uns auch jetzt nicht getraut. Wir machen mehr die Gärten, aber da ist zum Beispiel auch ein Teil Bruchacker, Kompostplatz, ist das, was sichtbar ist hier, was unsere Leute gestalten. Das würden wir auch gerne fortsetzen. Das haben wir mit Herrn Fischer heute Morgen auch schon kurz besprochen. Ihr könnt den Garten nicht einfach auflösen. Da steckt zu viel Arbeit von uns drin und natürlich auch ganz viel Geld und Mittel und auch Engagement der Leute. Und wenn man sagt, der Garten ist wieder weg, dann hat man ein paar Leute eben enttäuscht. Das muss nicht sein. Da findet man sicherlich auch andere Wege. Ja, also. Und wir sind, das haben wir zwar hier selber jetzt nicht gewonnen, weil wir haben es an einen anderen Trainer abgegeben, weil wir uns in Eberswalde beworben haben. Wir haben die Integrationsbegleitung für Langzeitarbeitslose. Aber der Trainer, der jetzt hier gewonnen hat, ist unser Verbund. Und mit dem kann man also auch Einsatzmöglichkeiten von Langzeitarbeitslosen über das Landesprojekt Integrationsbegleitung hier verwirklichen. So, und das, was unsere Hauptarbeit, wo wir gerade wieder in einer großen Entwicklungsphase sind und immer mehr Partner im polnischen Bereich gewinnen, nämlich Schüler, aber auch die Arbeitsämter im polnischen Bereich, hier haben wir immer in Altrampf und gerade in diesem Museum mitentwickelt. Im Sommer, jetzt ist noch gar nicht so lange her, 14 Tage, da sind sie abgefahren, waren Schüler von einer polnischen Schule. Hier, die bilden also Vermessungsingenieure aus. Und da haben wir richtig so Vermessungsprojekte gemacht, wo uns auch der Landkreis unterstützt hat, in der Fachlichkeit ein bisschen. Also hier gerade in der deutsch-polnischen Zusammenarbeit nicht so sehr im grenznahen Raum, sage ich gleich dazu. Unsere Partner im polnischen Bereich gehen bis Damosch runter, bis fast an die ukrainische Grenze. Ja, und sind aber mittlerweile, wir haben jetzt geschrieben, Schülerprojekte mit 21 Partnern. Davon sind 8 durchgekommen. Und 4 stehen noch auf der Nachrückerliste. Ja, das heißt, da haben wir schon eine ganze Menge Potenzial an Menschen, die hier mitwirken können. Und wir hatten auch besprochen im Vorgespräch mit Dr. Anders und Herrn Fischer, dass wir uns auch in diesen Museumsladen, also so einen Ladengedanken haben wir auch schon lange, weil und, so ein Museumsshop und da sich mit einzubringen, wäre also auch unser Beitrag, wo wir uns gerne wiedersehen würden. Und natürlich in der ganzen Entwicklung und Qualifizierung von Menschen, da sind kurzfristige Maßnahmen machbar, da haben wir uns zu Einzelcoaches entwickelt, wir machen also viel über Einzelcoach, dass man auch mal ein Praktikum, wo es möglich ist, hier mit realisieren kann oder auch einfach mal Kompetenzentwicklung im Museum ausprobieren kann und begleiten kann. Ja, also beim Einzelcoaching wurde sehr stark begleitet, das ist auch unsere seit 2 Jahren etwa unsere große Stärke geworden und wird hier im Jobcenter sehr anerkannt. Viele machen das als Gruppenmaßnahmen, die Bildungsmaßnahmen. Das funktioniert aber schwieriger, weil du so schwer immer eine Gruppe zusammenfindest. Da musst du nämlich 16 haben und deshalb sind wir eigentlich auch das Einzelcoaching und das ist auch eine sehr gute Sache, um Menschen zu entwickeln. Und das Letzte, was wir jetzt gerade, da lasse ich auch eine Mitarbeiterin schulen, wir werden die Ehrenamtsarbeit
begleiten. Also sie wird richtig ausgebildet zum Freiwilligen- und Ehrenamtskoordinator. Da gibt es so eine Ausbildungsstelle in Berlin und das docken wir an unsere Selbsthilfekontaktstelle. Und was ich mir noch vorstellen kann, fällt mir jetzt bloß gerade beim Reden ein, wir arbeiten seit, Herr Seifert, da haben wir auch schon mal gesprochen, wir arbeiten seit 5 Jahren mittlerweile mit der Förderschule oder mit der Schule für Lernbehinderung hier Albert Schweitzer zusammen. Wir haben heute gerade die Absprachen zum Start in das Projektwerkstatt für 24 Schüler der 9. Klasse abgesprochen und werden also am Donnerstag starten, erstmal bei uns, aber das ist erweiterbar auf andere Gebiete. Ja, also wir müssen dann bloß immer die Transportmöglichkeiten uns da was überlegen. In Altram ist ja nicht gerade um die Ecke für die Schüler, aber hier gibt es ja öffentliche Verkehrsmittel. Ja. Ja, also so, das ist das, was wir vielleicht kurz, ne, Herr Fiedler, wir haben das beide ja so ein bisschen, das war, ja, Herr Fiedler, so eine Sache, dass wir das immer wieder auch mit vorangebracht haben, ne, gemeinsam mit dem Vorstand. Und es wird wahrscheinlich auch so aussehen, da sind wir noch nicht ganz am Ende, aber ich denke mal, das wird so kommen. Also wenn Personen mitwirken im Verein, dann wird es, wenn es noch geht, Herr Fiedler sein oder jemand vom Vorstand, ne, und dann auf alle Fälle ich in Person. Ja, also soweit haben wir es schon mal auch vorgesprochen. Soweit vielleicht, ansonsten stehe ich Ihnen jetzt gerne zu Fragen zur Verfügung. Vielen Dank, Frau Dr. Roth. Ja, meine Damen und Herren, Fragen, Bemerkungen, ach, viele Leute. Wenn ich nur noch ergänzen darf, dann ist ja deutlich geworden, dass der Schwerpunkt auf der strenge Arbeitsförderung liegt natürlich, was der Fahrtschulkunde zurück in den mehr als 20 Jahren geleistet hat und damit seine Erfahrung auch hat und in der Entwicklung von Projekten, die damit im Zusammenhang stehen und natürlich auch mit einbringen kann, das, was praktisch die Logistik des Vereins ausmacht, das heißt den Geschäftsbetrieb, der dort auch auf den verschiedensten Bereichen Erfahrung hat und demzufolge also auch für den zu finden Museumsverein zur Verfügung stehen kann. Das muss nicht sein, aber wir bieten es auf jeden Fall an. Das fängt an mit der, oder halt besonders natürlich die ganze Frage der Finanzbuchhaltung, was möglich wäre, wenn denn der Verein das entsprechend so will. Also ich denke schon, wir haben ganz spezifische Bereiche, die für den Start des zu finden Museumsvereins und auch für seine Arbeit dann auch wichtige notwendig sind. Danke, Achim Fiedler. Ja. Und darf ich noch kurz was ergänzen, was wir ja auch kurz besprochen hatten? Wir haben natürlich auch Kapazität, Übernachtungsmöglichkeiten, also dass Besuche in Altrampf eben nicht bloß Tagesbesuche sein brauchen, sondern das gibt es, ist ja auch, wie gesagt, gut erreichbar. Und unsere Idee ist schon ganz lange, dass wir auch gerade Schulklassen, wir haben die auch alle dieses Jahr angeschrieben, aber die werden erst im nächsten Jahr reagieren, vor allem Berliner Schulklassen, da haben wir etwa 120 Schulen angeschrieben und auch schon eine Rückmeldung für nächstes Jahr, sodass wir da auch mit unseren Übernachtungskapazitäten oder wenn hier mal irgendeine Tagung ist oder so, also unser Gips ist ja fast, naja, nicht Hotelcharakter, aber zumindest sind die Übernachtungsmöglichkeiten so gut wie Jugendherberge, sagt er viel. Wollen Sie den Licht eingeweihten, kurz Dolmetschen, was Gips ja, heißt? Ja, das wusste ich schon, dass ich vorankomme. Gips heißt Gemeinnütziges Informations-, Bildungs- und Begegnungszentrum. Oder, wenn wir nicht die Begegnung im Vordergrund haben, weil wir bloß 2 Ds haben wollen, ersetzen wir durch Beratung, ja, wenn die im Vordergrund steht. Danke. Ja. Der Bündnis raus an Arbeitsförderung, da wurde ich, weiß nicht, wie lange wir uns schon kennen, aber ich weiß, dass Sie schon so lange mit am Start sind, solange die Arbeitsförderung hier gibt und ich glaube, Sie kennen die Region auch hier mit am besten in Deutschland. Sind Sie da vom Management her gut vorbereitet und ich sage mal, was sich hier anbietet, kennen Sie aus Ihren letzten Jahren der Tätigkeit heraus und was man im Transformationsprozess gemeinsam mitberaten kann, dazu sind Sie in der Lage, daraus dann auch die entsprechenden Projekte zu knüpfen und hier dann auch als Mitglied im Museumsverein mit zu begleiten. Also ich glaube schon, dass es sehr viel Sinn macht.
Und man kann das jetzt ja sowieso nicht alles abschließend überschauen, weil alles auch im Fluss ist, auch im Bereich der Arbeitsförderung. Da hat es so viel Entwicklung gegeben und so viel Bewegung, wo es immer ein bisschen komplizierter wird, dann an die Förderung zu kommen. Und wir wissen auch, wie der Arbeitsmarkt und die Verfügbarkeit von Fachkräften aussieht. Ich glaube, das ist nicht. Und Sie haben das, glaube ich, sehr treffend beschrieben. Also, heute jetzt hier noch tiefergehende Fragen an Sie zu richten, fände ich ein bisschen in die Zukunft zu weit geschaut. Danke. Danke, Jürgen. Eine Sache habe ich noch. Mir fällt dann immer was ein, was unser Wunsch ist und was wir auch schon mal besprochen haben, aber da war die Zeit vielleicht noch nicht reif. Es gibt ja hier in Altram das Mittelflurhaus, das älteste Haus. Und wir könnten uns zum Beispiel vorstellen, da entlang ihrer, also muss man so in 7 Jahren denken, über verschiedene Projekte dieses Haus mit aufzubauen. Und dadurch ist natürlich auch immer so ein Teil, es bewegt sich was, es entsteht was Neues, also man macht neugierig. Ne? Und da auch zu gucken, wie nutze ich so ein Haus, ich baue es auf und was gestalte ich da drin und wie gestalte ich es nachhaltig. Ja, dass man gemeinsam da was entwickelt, so als Neues. Das ist auch immer noch auch unser Wunsch. Wir brauchen immer was, wo was zu sehen ist, die Leute auch stolz drauf sein können. Das ist immer das wichtigste Ergebnis auch für die Entwicklung der Leute und für ihr Selbstbewusstsein und für ihre Selbststärkung. Das ist ja so unsere Haupt- und Motivation und alles, was damit zusammenhängt. Ja. Also, und die Leute werden nicht einfacher. Wie gesagt, wir haben zurzeit 2 Projekte laufen. Die werden am Donnerstag beide durch den Bundesrechnungshof geprüft. Und da geht es aber Gott sei Dank um die Frage, nicht ob wir ordentliche Arbeit machen, sondern wie wir machen, wie wir mit den Teilnehmern umgehen und dass sie mal ein Gefühl dafür kriegen, wie sie auch arbeiten, wie sie bestimmte Sachen verbessern können, wo, was für Personal, was haben die Träger für Anregungen, was haben die Jobcenter für Anregungen. Und das eins, weil das heißt die Integrationshilfe mit psychisch Beeinträchtigten. Und da kriegen dann die Fallmanager, wenn sie vor Ort sind, schon immer einen Schreck. Da bewegt sich nichts. Die Leute bewegen sich nicht, kam der eine Fallmanager runter, als er kurz einen Gang in den Raum machte, wo die sind. Ja, und das ist auch wirklich schwierig. Da sind zurzeit 2 Frauen tätig. Wir werden jetzt nochmal einen Mann dazu kriegen, weil eine Frauenvertretung notwendig wurde und da wird ein Mann ersetzt. Und wir hoffen, dass der Mann dann noch mehr bewegen kann als die Frauen. Als jeden Tag harte Arbeit, Menschen wirklich zu bewegen. Wir können da immer bloß froh sein, wenn die ankommen erstmal. Ne? Und wir nicht die ständigen Hausbesuche aufsuchen müssen und sie versprechen uns dann zu kommen und dann kommen sie doch nicht und dann nochmal und nochmal. Ja, und wir haben aber heute gerade wieder gesessen und festgestellt, bis auf eine von 23 hat jetzt aber jeder doch, 22 haben ihren Platz und ihre Beschäftigung gefunden. Meist ist es mit Holz. Ja, aber das ist ganz wichtig. Oder Fahrräder sind auch bei uns sehr groß an einer Fahrradwerkstätte. Ja, ne, da können Sie sich auch verwirklichen. Ja. Das mit dem Mittelflurhaus wäre natürlich toll fürs Dorf, fürs Freilichtmuseum da dran. Man muss nur die Denkmalschützer so ein bisschen im Zaum halten, dass die ihre Forderungen nicht ins unermessliche Schraubenmesser fahren. Aber ich glaube, da sind wir. Ja, dann haben wir so in der Runde. Ja, danke, Frau Dr. Roth, Marie Fiedler, Marion Mehr. Gibt es Bemerkungen, Fragen, Hinweise? Kann ich nicht feststellen, danke. Dann schließen wir den Tagesordnungspunkt 6 ab und kommen zu Sonstiges. Ich würde gerne zu Sonstiges den Einstieg wählen und mir einfach selbst das Wort erteilen. Wie war die Stellvertretersituation? Ich glaube, ich halte mich dann zurück, falls ihr über die Stränge schließt. Danke. Der Förderverein des Freilichtmuseums Altranf, Sie erinnern sich gewiss alle, hat in der Ausschusssitzung am 2. Juni, eigentlich schon im Mai, den Wunsch geäußert, sich intensiver in die konzeptionelle Arbeit, in die beginnenden Prozesse einbringen zu können und hat bemängelt, kritisiert, dass ihnen zu wenig Möglichkeiten dafür gegeben worden sind. Insbesondere der heute hier anwesende Herr Karl Wiedrich hat das hier mehrfach auch vorgetragen. Im Ergebnis dieser kritischen Hinweise, Sie erinnern sich vielleicht, haben wir hier in diesem Raum am 2. Juni vereinbart,
dem Förderverein des Freilichtmuseums Altramm die Möglichkeit zu geben, ihre Konzeption aus ihrer Sicht für die Zukunftsgestaltung des Freilichtmuseums Altramm bis zum 31. Juni dem Ausschuss zu übergeben. Das ist fristgemäß auch geschehen. Herr Dietrich war am 31. bei mir im Büro und hat mir diese Konzeption auch übergeben. Dafür, Herr Dietrich, nachträglich Dankeschön. Da es jedoch nicht Aufgabenstellung unseres Ausschusses ist, die inhaltliche Neuausrichtung für den bevorstehenden Transformationsprozess zu bestimmen, dafür sind Aufträge vergeben worden, sondern unter anderem eine koordinierende Funktion beim Zusammenwirken der einzelnen Akteure, um das Freilichtmuseum herum wahrzunehmen, gestatten Sie mir namens des Ausschusses an dieser Stelle eine kurze politische Bewertung, wohlgemerkt politische Bewertung der Konzeption des Fördervereins Freilichtmuseum Altramm. Es ist in der Tat so, dass für das erfolgreiche Gelingen dieses bevorstehenden fünfjährigen Transformationsprozesses alle Kräfte, die gewählt sind, mitwirken zu wollen, sie auch für diese Mitwirkung zu gewinnen und sie werden auch benötigt. Insbesondere denen, die Mitwirkung zu ermöglichen, denen das Schicksal des Freilichtmuseums nicht egal ist, sondern ihnen eben intensiv am Herzen liegt. Und das ist zweifellos dem Förderverein Freilichtmuseum Altramm zu unterstellen, den vielen anderen Akteuren. Durch eine Vielzahl von Veranstaltungen der verschiedenen Genres hat der Förderverein das über viele Jahre hinweg unter Beweis gestellt. Jüngst vor wenigen Tagen bei dem Backfest. Brot und Backfest hier vorne am Fischerhaus. Jedoch ist nun eine Phase erreicht worden in der Entwicklung des Freilichtmuseums, in der es eben in dieser Richtung kaum noch Entwicklung gegeben hat. Eine Neuausrichtung machte sich erforderlich. Diese Neuausrichtung wurde auf den Weg gebracht. Wir haben dazu gesprochen. Die Informationen über die bestehenden Beschlusslagen in den verschiedenen Gremien und Einrichtungen sind Ihnen mittlerweile allen bekannt. Die Verwaltungsbeschlüsse habe ich Ihnen Stadt und Kreis zur Kenntnis gegeben. Mit der Aufgabenübertragung für die Vorbereitung dieser Neuausrichtung an das Büro für Landschaftskommunikation wurden durch dieses Büro die inhaltlichen Weichen gestellt. Und genau hier zeigt sich unserer Auffassung nach die Schwäche in der Konzeption des Fördervereins, dass es ganz offensichtlich durch den Förderverein nur schwer zu akzeptieren ist, dass das Land Brandenburg und der Landkreis Märkisch-Oderland nicht bereit sind, eine weitere Förderung des Freilichtmuseums Altramm unter den bisherigen Bedingungen weiterzuführen. Aber genauso ist es nun mal, und das ist mehrfach an den verschiedensten Stellen noch betont worden. Nicht nur hier in dieser Runde, sondern der Landrat hat bei jeder Möglichkeit das auch betont. Und ich glaube, die Position der Stadt war und wäre eine ähnliche gewesen. Für uns als Ausschuss ist aus dieser Konzeption ersichtlich, dass es eine Vielzahl von inhaltlichen Schnittmengen zum aktuellen Arbeitsstand des Büros für Landschaftskommunikation gibt. Auch werden Anregungen und Vorschläge für einige Neuerungen unterbreitet. Die Krux ist eben nur, dass wohl verkannt wird, dass der Auftrag für die Erarbeitung der Neuausrichtung an das Büro für Landschaftskommunikation vergeben wurde. Dieser Fakt wird unserer Auffassung nach bewusst oder auch nicht bewusst, das lasse ich offen, ausgeblendet und auch nicht benannt. Dies ist so durch den Ausschuss nicht zu akzeptieren. Ebenso ist es aus unserer Sicht schon kritisch zu hinterfragen, warum und an wen diese Konzeption am Ausschuss vorbei an weitere Institutionen versandt worden ist. Es ist natürlich unbenommenes Recht des Fördervereins, eine eigene Konzeption zu erarbeiten und diese an die verschiedensten Adressaten zu übergeben. Doch hätte sich dann der Förderverein nicht das Veto des zeitweiligen Ausschusses für die Erarbeitung und Übergabe so einer Konzeption holen müssen. Damit muss unserer Auffassung nach unweigerlich der Eindruck entstehen, dass dadurch
der derzeitige Diskussionsrahmen und die Autorität des zeitweiligen Ausschusses in Frage gestellt werden. Und das können wir als Ausschuss so nicht akzeptieren. Fazit: Der Konzeptionsentwurf sollte als ein Beitrag zur weiteren Diskussion innerhalb des zeitweiligen Ausschusses angesehen und angenommen werden. Das Grundmotiv des Konzeptes jedoch, die Fortführung des In-Situ-Freilichtmuseums Alt-Ranft mit einigen Verbesserungen der Museumsarbeit und die Ablehnung einer grundsätzlichen, strukturellen wie inhaltlichen Transformation in eine neuartige Kultureinrichtung mit musealem Kern, ist mit Blick auf die bestehende aktuelle Beschlusslage und der Zustimmung des Landes Brandenburg, Kulturministerium und der Kulturstiftung des Bundes abzulehnen. Dennoch sollte die Konzeption dem Büro für Landschaftskommunikation mit dem Hinweis übergeben werden, die gegebenen Anregungen in ihre konzeptionellen Überlegungen für die anstehende Transformation einzubeziehen. Doch nur an den Stellen, wo sie sich im Einklang mit dem erteilten Auftrag an das Büro für Landschaftskommunikation befindet. Abschließend möchte der Ausschuss den Förderverein herzlich einladen, sich am begonnenen Prozess weiter zu beteiligen, seine Ideen einzubringen, jedoch immer unter Respektierung der aktuellen Situation. Soweit die Einschätzung, die politische Einschätzung des zeitweiligen Ausschusses zur Konzeption des Fördervereins Freilichtmuseum Alt-Ranft zur weiteren Mitwirkung und Entwicklung im Freilichtmuseum. Das sollte kein Diskussionspunkt sein, sollte jedoch seitens der Abgeordneten dazu nochmal das Wort gewünscht sein, natürlich gerne. Das ist eine abgestimmte Auffassung aller Ausschussmitglieder und insofern war es meine Aufgabe, das heute auch in diesem öffentlichen Beratungsteil zur Kenntnis zu geben. Zumal der Förderverein des Freilichtmuseums Alt-Ranft mit dieser Konzeption noch eine umfängliche Arbeit geleistet hat. Das muss man klar und deutlich sagen. Ja, meine Damen und Herren Abgeordneten, werte Gäste, bei Sonstiges sind wir, gibt es aus Ihrer Sicht zu Sonstiges. Bitte, Jutta Liske. Wir müssen ja vielleicht als zeitweiliger Ausschuss nochmal überdenken, wie lange wir unsere Tätigkeit tatsächlich noch haben. Da müssten wir nochmal in den Kreistag gehen und darüber beraten, oder in den Fraktionen beraten, weil wenn der Verein nachher gegründet ist, dann ist eigentlich die Aufgabenstellung des zeitweiligen Ausschusses erfüllt. Dann würden wir damit einen Struss oder einen Schlussstrich ziehen, wenn du uns nachher zum Sekt einlädst. Dann lädt irgendwann dann jemand zum Abtrinken noch ein. Also ist dann zeitlich überschaubar. Ja, also ist jedenfalls meine persönliche Auffassung, dass es so ist. Obwohl ich das unterstützen möchte und Dr. Kenneth Anders, davon können Sie ausgehen, dass die Mitglieder des Kreistages in zeitlich regelmäßigen Abständen, ob ein ganzes Jahr sogar erforderlich ist oder ob es in kürzeren Abständen sich über den Transformationsprozess informieren lassen, davon gehe ich mit Sicherheit aus. Weil es genau auch kritische Stimmen in den einzelnen Fraktionen und somit auch im Kreistag dazu gibt, die möchten schon sehen, dass der Weg hier erfolgreich beschritten wird. Also das glaube ich schon, die möchten schon Bewegung sehen. Insofern gibt es auch aus meiner Sicht überhaupt nichts mehr zu den vorgetragenen Positionen unseres zeitweiligen Ausschusses zur Konzeption zu sagen. Ich glaube, damit ist haben wir auch einen eindeutigen Auftrag als zeitweiliger Ausschuss. Den haben wir uns selber gegeben und den wollen wir auch erfüllen. Die Kreistagsabgeordneten möchten ganz sicherlich auch, dass 400.000 und auch die Stadt Bad Freienwalde 100.000 im Jahr, das sind 500.000, das ist eine 500.000, das ist eine Menge Geld, das ist erfolgreich für die Zukunft im Transformationsprozess Verwendung findet und wir nach den 5 Jahren erfolgreich sagen können, wir haben ein Kulturprojekt für den Landkreis Märkisch-Oderland entwickelt, was sich sehen lassen kann und was zukunftsfähig ist. Und die Stadt kann dann auch stolz darauf sein, sich eingebracht zu haben. Also das ist natürlich die Zielstellung, nicht, dass man das dann so tut. Danke, Jutta Liske. Ich glaube, damit hätten wir als Zeitweiliger Ausschuss überhaupt kein Problem.
irgendwann zu sagen, wir haben so gut gearbeitet, dass wir uns selber abgeschafft haben. Wahrscheinlich sehr wenige Ausschüsse werden das freiwillig von sich sagen, aber ich kann mich da nur unterstützen. Ich habe mir da nur im Vorfeld Gedanken gemacht, aber die Frage, müsste man doch an so ein paar Fixpunkten, die heute hier schon diskutiert worden sind, auch festmachen, zeitlich. Ja, wir müssen nicht zwingend am 23. Dezember nochmal tagen. Es sei denn, du sagst, also jetzt haben wir es abgeschafft und jetzt haust du ihn drin. Na gut. Okay. Okay. Ja, also aus meiner Sicht kann man das nur unterstützen. Gibt es da zu weitere Meinungen jetzt zu Sonstiges? Wenn dem nicht so ist, dann beende ich den öffentlichen Sitzungsteil, bedanke mich bei allen anwesenden Gästen für ihre Teilnahme, würde die Ausschussmitglieder jetzt für den nicht öffentlichen Sitzungsteil noch bitten, sitzen zu bleiben und würde auch das ehemalige Ausschussmitglied bitten, nicht so weit wegzugehen. Und, ja, jetzt.